Yes, hier ist der Benny von Öventura und ich sitze hier im Cirrus 20 Tipi. Ich bereite gerade noch zusammen mit dem Stefan die Hausmesse vor, die heute um 14 Uhr beginnt. Und ich mache einfach mit euch mal einen kleinen Rundgang, damit ihr seht, was auf euch zukommt. Ihr habt hier ein 360-Grad-Video. Das heißt, ihr könnt euch permanent umschauen und hier weiter scrollen. Ja, also hier stehe ich vorm Cirrus 20, 6,5 Meter Durchmesser. Das ist auch der Eingangsbereich, den zeige ich euch auch mal schnell. Einfach mal mitkommen. Da ist hier unser schönes Gelände in Emmendingen-Wasser. Wie kommt man da hin? Emmendingen eingeben und Johann Georg Ries Weg. Das ist dieser Weg da vorne. Der ist gerade 20 Meter lang. Also da gibt es auch keine Hausnummer. Da einfach den eingeben. Da ist vorne dran an der Bundesstraße ist noch eine Pizzeria. Da seid ihr richtig. Einfach dann den Weg nach hinten fahren. Hier könnt ihr parken. Und dann durch dieses wunderbare Tor durchlaufen und dann nehmen wir euch hier im Tipi in Empfang. So sieht es also hier drin aus. Und da können wir alles besprechen, da können Prospekte und alles. Und dann könnt ihr hier auf unser Gelände. Ich klemme hier am Anfang, zeige ich diverse Feuerstellen, angefangen vom Petromax Atago, für meinen Geschmack. Der allerbeste Tipi-Ofen, den es gibt. Denn da kann ich ein Feuer drin machen, kann den einfach raustragen, wenn ich schlafen gehen möchte. Durch das Holzvergaserprinzip verbrennt er nahezu rauchfrei. Wer ein bisschen oder ein arg bisschen größer haben will, der nimmt sich hier den Pyron zur Brust, auch von Petromax bzw. Feuerhand. Das ist eher für ein großes Tipi wie das Cirrus 20 oder natürlich im Freien. Daneben Feuertonne, auch Holzvergaserprinzip. Dann haben wir hier einen schönen kleinen Titanofen. Warte mal, ich bringe euch mal ein bisschen näher. Hier ein schöner kleiner leichter Titanofen, zusammenlegbar auf DIN A4-Ordnergröße. Dann hier von Winnerwell ein Nomad View, das heißt View. Heißt, der hat hier eine Sichtscheibe, hier komplett an der Seite und hier nach vorne. Genauso übrigens auch hier der Woodlander, der hat auf drei Seiten eine Sichtscheibe. Das heißt, ich habe eigentlich ein Lagerfeuer ohne Qualm und Funkenflug mitten im Zelt. Coole Sache. Woodlander L, Woodlander W, Größe L, Wassertank, Wasserkesselchen hier zum Einhängen. Faltbackofen, dann natürlich den Tentipi Eldfell. Das ist meines Wissens der technisch beste unter den Zeltöfen. Man hat nochmal eine Umlenkung der Hitze und so wird das alles viel besser verbrannt und ausgenutzt. Dann haben wir hier ein Saphir 9 mit einem Porch und einem Proboden. Hier schöne Schilder lasern lassen, gefällt mir sehr gut. Dann da haben wir ein Zirkon 9. Da wird der halber Zeltboden Komfort drin sein und das große Tarp. Dann haben wir hier ein Saphir 7 mit halbem Innenzelt Mesh. Dann ein Zirkon 7 mit nichts drin, glaube ich. Hier wird noch ein komplettes 9er Innenzelt Mesh stehen als Solo. Wetter klart jetzt auch auf. Ab heute Nachmittag kommt der Sommer zurück. Das Regenband ist durch. Dann haben wir hier das Adventure Pole Set für die Größe 9. Extrem coole Sache, wenn man mal ein paar Tage länger steht. Man hat also keine Mittelstange hier und also es kommt einem vor, als wär das Zelt doppelt so groß. Also eine ganz coole Sache. Ja, und
Übrigens fast genauso schnell aufzubauen wie ohne. Dann ein Onyx 7, da ist ein kompletter Zeltboden-Komfort drin. Dann haben wir ein Zircon 7 Light mit halbem regulärem Innenzelt. Hier auf der Seite ein Zircon 15. Stimmt eigentlich nicht ganz, es ist ein Zircon Flex. Wir zeigen es aber mit zusammengerollten Flex-Option als geschlossenes 15er Zelt. Wer trotzdem das Flex sehen will, der kann das hier beim Saphir Flex, das werden wir dann noch aufstellen, so dass man sieht, wie das im Lieferzustand kommt mit drei Aufstellstangen, und da kann ich es etwa um 90 Grad öffnen. Dann hier noch ein Zircon 5 Baumwoll-Polyester-Mischgewebe. Was haben wir da im Fünfer drin, Stefan? Da haben wir nichts drin, gell? Kein Boden. Also kein Boden, das sieht man einfach mal. Wie groß ist das Ganze ohne irgendwas drin? Das 5-7er Tarp, dann hier Neuheit 2020, das Olivin 2 CP mit Vordach. Und guck mal hier, der Stefan schön geschnitzt. Dann haben wir hier noch das Olivin Kombi, auch mit Vordach, mit Innenzelt. Und der Stefan, der baut hier gerade noch das halbe Olivin Innenzelt auf. Stefan, sag hi. Und hier unser ganzer Stolz, das Saphir Flex Plus mit eigener Holzstangenkonstruktion. Quasi ein Stratus Mini, wenn man so möchte. Ja, also hier sieht man, da, was man aus einem Saphir Flex so noch machen kann. Man kann bei uns die Holzstangen erwerben. Wenn man jetzt hier jede Seite aufstellt, dann bekommt man sternförmig unter jedes aufgestellte Element eine Biertischgarnitur. Mal acht Sitzplätze sind tatsächlich 64 Sitzplätze unter Dach. Ja, das ist unsere Ausstellung hier. Es gibt jede Menge zu sehen. Ich freue mich über jeden, der kommt. Ich habe Anmeldungen aus Nordrhein-Westfalen und einer sogar, der aus der Lausitz. Ich hoffe mal, er verbindet es mit Urlaub. Europapark ist nämlich hier gerade 20 Minuten Autofahrt von hier weg. Und der Schwarzwald beginnt auch da hinten. Also von daher, ihr seid in einer guten Gegend. Kaiserstuhl, lecker Wein. Lohnt sich auch für einen Kurztrip Wochenende. Anmelde braucht man sich nicht. Ich freue mich. Heute 14 Uhr geht's los. Bis 18 Uhr, morgen 10 bis 18 Uhr und Sonntag 10 bis 14 Uhr. Bene von Öventura. Ciao.